Wesen der Unterwelt, willkommen zurück zu Grime. Und wir erinnern uns an die letzte Folge, in der wir hier unten diese zwei relativ harten Speerkämpfer erledigt haben. Ich gehe nochmal rein, damit ihr einen Überblick bekommt in unser Souls-like. Und wir haben momentan Leben und Kraft sehr gepimpt und uns erst einmal auf Resonanzwaffen festgelegt. Und die können wir für die 5 grünen Kugeln neu machen. Wir haben allerdings erst 2. Und ich habe hier mal in langsam Bewegen investiert. Was auch immer das bringen soll. Also wenn ich L reindrücke, kann ich langsam laufen. Vielleicht kann ich damit bei Gegnern vorbeischleichen. Aber jetzt gehen wir erstmal nach rechts ins Licht. Steingeborener des Himmelsbruchs. Du wirst in das Gesteinsader willkommen sein. Okay. Das ist so ein Fake-Teil. Oh, nein, wo ist es hin? Es hat aufgehört. Hallende Schreie. Okay, okay, okay. Vor langer Zeit. Okay, okay, okay. Leiden, Kummer. Melodie. Das Geräusch ist zurück in meinen Kopf. Trauerweber. So, wir haben die als schwere Waffe und die als leichte. Ador erhöht die Menge an massiven. An Masse. Plus 3 plus. Schön. Also immer wenn ich Gegner treffe. Bleibst du hier? Ah, ich muss wieder an die Kraft denken. Puh. Ja, am Anfang der Folge immer erstmal wieder reinkommen. Ah, ich bin in engen Räumen. Boah! Fossile Faust, das ist meins. Die will ich haben. Ich bin Faust- und Schwertkämpfer, das will ich haben. Es wird sofort gerespeckt, wenn ich an den nächsten Teil bin. Lüchtiger Tropfen. Aha, aha, aha. Okay, okay. Also, jedes Mal, wenn ich was Hartes treffe, wer macht den Gag? Mach ich den? Wow! So viel rumgespielt. Holy moly. Also jedes Mal, wenn ich mit dem Fingerschwert was treffe. Na, kommst du hoch? Dann schieße ich auch diesen ominösen Finger. Ich will mal kurz schauen, was ich hier brauche. Dreifach Geschicklichkeit und 2 Stärke. Dann wird halt umgeskillt. War das mehr? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ach so, okay. Leben und Kraft plus 6. Leben plus 9%. Ne, ich würde schon gerne ein bisschen mehr Kraft haben. Ach, ich... Felskopf. Plus 25%. Der Hautmacher soll das Potenzial... Okay, okay, okay.
Ich raff die Extraplatten nicht. Ach so, 0 von 3 Felsplatten. Wenn ich davon also genügend habe, kann ich den Set-Bonus freischalten. Macht dann am Felskopf 25% mehr Schaden, oder was? Und hier an diesen Arm 30%. Oder bekomme halt 30% mehr Materialien. Könnte auch gut sein. Erstmal nach unten. Und wieder wird es dunkel. Ich habe den Gamma, wie gesagt, schon auf Maximum. Kann noch mal schauen. Puh. Schick, schick. Nervenpass. LT, Nervenpass. 3 Punkte. Auf B, zurückgehen. Ach, ich kann damit bestimmt schnell reisen. Weil hier habe ich keine Auswahl und Nervenpass impliziert mir ja höchstwahrscheinlich, dass ich damit dann irgendwie was machen kann. Ist das hier schon das Zeichen? Ja. Okay, also brauche ich da nichts markieren. Also kann ich zurück. So, die nächste Absorption ist gepimpt. Da hinten fallen lauter Dinge runter. Das ist der Atem, den ich will. Dafür ist das gut, um mich wieder schnell zu heilen. Okay, ich kann da nichts zerschlagen. Okay. Blutmetall. Okay. Na, kacke. Keine Chance. Dankeschön. Und zurück. Du Bestie. Karteninfo. Okay. Shitty McTitty. Wer bist du denn?
So, ich muss auf jeden Fall mich heilen. Das heißt, ich brauch Atem. Das ist natürlich schlecht. Bah! Okay, wieder einen Tropfen. Oh, das war so dumm. Hier sterbe ich 100 pro. Lass noch mal gucken. Da ging es noch lang. Okay, da muss ich noch mal hinschauen. Die habe ich vergessen. Oh, da komme ich gar nicht hoch, verdammt. Da sterbe ich. Okay. Ich muss erst einen Speicherpunkt finden. Mann, es wird ganz schön hart. Hätte ich nicht gedacht. Ah, zum Glück. J. Chitra wird nicht erfreut sein, ho? Oh. Aber hallo, du. Beim Atem der Welt, was war das? Hast du das gesehen? Okay, der Himmel fällt ständig runter. Ich bin ein Gemeißelter. Okay, er ist ein Händler, wie es scheint. Handeln. Ach so, die kann ich bekommen. Klaue brauche ich. Stärke, Geschicklichkeit. Geschicklichkeit. Und Resonanz. Okay. Gut, jetzt bin ich wieder geladen und kann den anderen Weg nehmen. Hier nochmal hingucken. Ja, sag mal, kannst du dich mal entscheiden? Shabam! War ich hier schon drin? Okay, da war nix. Autsch. Ausweichen! Du hast doch keinen... Holy shit.
Ey, das ist echt schwer, mit der Ausdauer hier zu hantieren. Das ist echt schwer. Komm mal her hier. Okay, da kann ich mit einem Schlag die Hälfte füllen. Dunkelheit. Hallo. Okay, da oben sehe ich was. Da muss ich doch irgendwo hin. Komm. Ja, vielleicht. Ja, wollo. Felsplatte, Hände. Habe ich schon zwei dieser Felsplatten-Rüstungsteile. Okay, ich kann wirklich mich nicht bewegen, wenn ich die Dinger aufsammle. Ergo. Erst Gegner töten, dann sammeln. Oben ging es auch noch weiter. Aber jetzt bin ich hier unten ja durch. Muss ich nur noch hier rüber. Aber da sterbe ich. Und bin tot! Was ist das für Sniper, ey? So, jetzt will ich es aber wissen. Daran muss ich denken. Es geht doch auch so. Ja, genau. What? Das ist ja frech. Oh, fast schon wieder tot. Okay, jetzt muss ich schnell durch. Zack. What? Oh ja. Jetzt sind wir den gesamten Kraft wiederhergestellt. Wo soll ich mal Schaden mit reflektierten Geschossen? Okay. Erstmal alles freischalten, was geht. So, jetzt bin ich unten hoffentlich durch und mache jetzt oben weiter. Guck nochmal nach links. Ist ja eh ein Metroidvania, das heißt, ich könnte eigentlich da runter. Seid immer die Frage. Erst nach oben, erst nach unten.
Okay. Dann doch erstmal hier hin. Und weiter. Hinab. Also das Design ist, wie gesagt, so speziell, dass es schon wieder geil ist. Okay. Links sieht mir nach Sackgasse aus. Holy moly! Also da habe ich kurz hintereinander mehrmals gut geblockt, aber... Oh ja! Eiskalt zernichtet. Aber noch gut, dass ich den Weg gegangen bin, denn sonst wäre ich nicht dahin gekommen. Du kannst also durch Steine schmeißen. Sieht schon wieder eng aus. So, der erste Block muss klappen. Ja, wow. Oh, zum Glück. Da freust du dich richtig, wenn du konterst. Kommt doch irgendwas. Oh, schönes Ding. Oh. Steinschädel, herzlich willkommen. Oh.
Kopf kleiner als Rumpf? Hä? Obere Hände, untere Hände. Die Gemeißelten sind zurück. Gesteinsadern. Ich hoffe natürlich, dass ich hier einen Speicherpunkt bekomme. Oh ja. Oh, natürlich nochmal Leben. Jetzt habe ich noch einen Jagdpunkt und eben die Fähigkeit. So, jetzt werde ich nochmal zurückgehen. Ich weiß auch nicht, ob ich Grime wirklich durchspiele. Da es als Metroidvania, naja, sagen wir mal, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Hallo? Und Shinkun. Es kommt immer näher. Manchmal kann ich es. Was hören? Das Weinen. Yvonnatre. Es ist immer noch so weit weg. Sogar unterhalb des Ortes. Dieses dunklen, traurigen Ortes. Kano. Valeon. Okay. Berstende Laterne. Oh, ich habe schon 3. Felskopf 25. Na komm, wir nehmen mal die neue Rüstung. Ach, ich kann Kosmetik und Nutzen auswählen. Okay. Hatte ich nicht gerade... Ach so. Schwierig, schwierig. Was nehme ich denn da? Ich habe also noch nichts an Rüstung. Ah, ist eine Laterne. Waffengeschwindigkeit sehr schnell. Mit belegt Beute mit Stapeln an Schub. Jeder Stapel erhöht den Schaden. Wenn der Stapel explodiert, Spezialangriff, sprengen alle Stapel. Können wir doch mal ausprobieren. Düsternest. Das kommt mir nach einer schlechten Idee vor. Aber gut. Bist du langsam? Alter Schwede. Also scheint, dass ich den großen Konter wirklich erst machen kann, wenn dieser senkrechter weißer Balken weg ist. Ich weiß nicht, was ich von der Laterne halten soll.
Hier komme ich noch gar nicht hin. So, Leben 10. Das sollte erstmal hoffentlich reichen. Jon, aufgepasst, ihr Hässlichen. Eure Anbetung wird verlangt. Schönheit finden könnte. Du nennst. Vereinigen. Sie haben ein Geschenk hinterlassen. Lebendiger Fels. Was ist das? Okay, mache ich das so. Steinernes Porträt. Okay, ich kann also nach links und nach rechts, weiß aber nicht ganz genau. Schwierig. Aber ich meine, dieses ich weiß nicht genau ist ja typisch für Metroidvanias. Ja, hallo? Holy shit! Ah, verdammt, knapp! Ich schaff das! Yo! Durchgeglitscht, aber reicht. Also das, das, geht runter. Wird interessant. Da soll ich jetzt wieder hinkommen. Und wir sind wieder da.
What? Wow! Tot! Wie denn, alter Schwede? Ja, natürlich. Das funktioniert super. What the fuck? Okay, Leute. Das war's mit Grime. Ich hoffe, der Test hat euch gefallen. Und ja, also allein schon, weil es ein Metroidvania ist, wird es zu viel Zeit in Anspruch nehmen für mich. Und jetzt mit Final Fantasy, was ich angefangen habe. Es ist voll schön reinzugucken, das Ambiente passt super. Wenn ich vielleicht irgendwann mal streame, werde ich vielleicht mal einen Hardcore-Ansatz nochmal starten und dann vielleicht versuchen, es durchzuspielen. Aber jetzt soll das als Einblick erstmal genügen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr habt vielleicht Lust bekommen darauf. Und ja, wenn euch der Content gefällt, lasst gerne ein Like, Comment und ein Abo da. Und wir sehen uns bei dem nächsten Spiel und bei der nächsten Folge. Dann wieder Metal Gear Rising oder Elden Ring. Wir schauen mal. Und bis dahin und ciao.